Gerade wieder von seinem Boden, ist das jetzt die große Trendwende oder wieder mal nur eine Gegenbewegung? Das, meine Einschätzung, zeige ich nachfolgend nach dem Intro. Aber heute geht es wieder um Dividenden. Diesmal habe ich eine Aktie aus dem Land der hohen Berge. Da gibt es nämlich nicht nur hohe Berge, sondern auch hohe Ausschüttungen. Und es handelt sich um eine österreichische Bankaktie, die jetzt kommt, ein Aktienrückkaufprogramm angeleiert hat und bietet eine Dividendenrendite von über 10,2%. Also bleiben Sie dabei. So, also, was wir hier sehen, ist die übliche Darstellung meines DAX-Index. Erstens mit 50-Tage-Linie hier grün gepunktet, 200-Tage-Linie in blau und dem Supertrend-Indikator. Dazu ein Indikator, den nenne ich Sentiment HOS und BES. Der zeigt an, wann ein Markt überkauft ist, wenn der blaue Balken an der roten oder über der roten Linie ist. Wenn er dann zurückkommt, gibt es ein Short-Signal. Also, letzte Woche hatte ich ja gesagt, der DAX hat noch nicht die Unterstützung berührt. Er müsste noch mal weiter nach unten kommen. Ist leider nicht so gekommen. Der DAX hat die Bodenbildung scheinbar abgeschlossen, nachdem er einen Tag nach dem kleinen Verfalltermin, kleinen Optionsverfall, ein Tief ausgebildet hat. Und jetzt ist die Frage, ist das hier eine große Trendwende oder aber nur eine Gegenreaktion? Also, wir haben hier ja ein Todeskreuz. Das heißt, der DAX ist laut diesem Indikator, den zwei gleitenden Linien, im Bärmarkt. So, als dieses Todeskreuz-Signal kam, war der DAX ja hier oben. Das war ja wunderbar. Er ist seitdem gefallen. Ich würde mal sagen, solange die 50-Tage-Linie und den Abwärtstrend nicht bricht, 50-Tage-Linie verläuft bei 15.278. Ist das erstmal nur eine Trendwende, dazu mal ja der DAX auch schon in 7 von 10 Tagen gestiegen ist. Und wie wir wissen, kommt da ja nicht mehr viel, wenn es da zu einem Anstieg in diesem Indikator auf 8 oder 9 kommt. Das wird auch noch von meinem Gesamtmarktindikator bestätigt. Der ist nämlich immer noch deutlich im roten Bereich. Und was wir hier jetzt sehen, ist ja die 200-Tage-Linie mit einem 3%-Band. Und oft passiert es ja, wenn wir einen Kursrutsch unter das untere Band sehen, kommt es zur Gegenbewegung, zur 200-Tage-Linie. Das war hier. Und jetzt haben wir einen Kursrutsch unter das untere Band, eine Trendversetzung. Und jetzt kann man sagen, solange dieses untere Band verlaufend bei 15.171 nicht überschritten wird, ist das auch hier erstmal eine Gegenbewegung. Dieser Bereich, den hatte ich ja schon mal erklärt, ist anhand die Ross Congestion Zone dient jetzt als Widerstand. Also der DAX müsste mindestens mal über 15.200 Punkte steigen. Dann zeigt dieser Chart an, dass wir es hier nicht mit einer Gegenbewegung, sondern Trendwende zu tun haben. Interessant ist, dass der DAX genau hier, wo ich gesagt habe, der GD dient als Unterstützung, wirklich nach oben abgeprallt ist, hatte ich letzte Woche gesagt, so ist es jetzt auch gekommen. Und der Three-Line-Break-Indikator hat heute ein neues Long-Signal gegeben. Das heißt, dieser grüne Balken ist über den drittletzten roten Kasten gestiegen. Das ist ein Trendwendesignal und jetzt ist halt die Frage, geht es da weiter oder geht es da nicht weiter? So, und hier haben wir zum Schluss noch den letzten Chart, den ich heute präsentiere. Das ist der Bärkurven-Chart. So, eine Bärkurve ist so lange, dieser Chart ist so lang gültig, solange es nicht zu einem Anstieg über die ehemalige Widerstandslinie kommt. Und wie wir hier sehen, könnte das jetzt bald anstehen. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Möglichkeit, dass der DAX nicht nur eine Gegenreaktion ausbildet, sondern eine Trendwende, die den Index sogar bis 15.641 führen könnte. Aber noch so klar ist es momentan noch nicht ganz, weil, jetzt kommt's,
Dieser Indikator, diese mehrere Indikatoren im Wochenchart stehen nämlich hier immer noch auf Verkauf gemeinschaftlich. Wenn hier jetzt mal einer umspringen würde in den nächsten Tagen, dann würde ich sagen, gut, dann geht es richtig oben durch, dann wird dieser Trend gebrochen. Aber momentan, sozusagen, ist das noch nicht der Fall. Mein Gefühl sagt mir allerdings, wir könnten sozusagen diesen Abwärtstrend angreifen. Und dann ist die Frage, bleibt der DAX mit 2 Tagen in Folge über dem Supertrend-Indikator, dann würde der zumindest umschalten auf Kauf. So, mehr kann ich heute nicht sagen. Manchmal habe ich eine klare Zielprognose. Ich sage persönlich, es könnte zum Anstieg kommen über diesen Trend. Die Charts sind aber noch nicht so ganz klar. So, und jetzt kommen wir heute zum Dividendenkandidat des Monats. Aber jetzt kommt's, wenn Ihnen dieser Kanal gefällt, bitte abonnieren. Das ist jetzt der erste Werbeblock. Der zweite folgt jetzt sogleich. Nämlich, wenn Sie über Dividenden schon immer was fragen wollten, aber sich nicht getraut haben, dann wird Ihnen hier auf der Website von LP Software, lp-software.de, können Sie im YouTube-Kanal auf den Link klicken, geholfen. Da haben wir nämlich Taipan Insight. Bitte abonnieren. Ist ein Charttechnik-Training für Leute, die ganz neu sind auf diesem Gebiet. Mittlerweile der 11. Teil. Und da scrollen Sie jetzt ganz runter. Und jetzt kommt's. Hier gibt es ein immer noch hochaktuelles Dividendenspezial vom März 2022 von mir, das Ihnen noch andere Aktien zeigt, die Sie hier sich anschauen sollten. Aber jetzt machen wir erstmal sozusagen meine Aktie, die ich mir für Sie herausgesucht habe und analysiert habe. So, da haben wir sie. Es ist die BAWAG Group AG, eine österreichische Bankaktie, eine der größten Bankaktien in Österreich. So, und diese Aktie ist ein Kandidat, weil sie bietet bei einem Kaufpreis von 42,64 € im nächsten Jahr ist schon sicher eine Dividende von 4,70 €. Das ist schon ziemlich viel, ist also etwas mehr als 10%. Und jetzt kommt's. Hier am Tief hat die Aktie die Erlaubnis bekommen, das Unternehmen hat die Erlaubnis bekommen, dass sie mit dem Aktienrückkaufprogramm startet. Und das sollte den Kurs, nachdem die Aktie hier an dieser möglichen Unterstützungszone und der Aufwärtstrendlinie nach oben abgeprallt ist, weiter nach oben bringen bis mindestens zur 200-Tage-Linie. Aber eigentlich ist ja diese Aktie eine sehr schöne Aktie, die man sich längerfristig ins Depot legen soll, weil sie halt eine Dividendenrendite von über 10% bietet. So, und was passiert, wenn die Aktie wirklich in die Gänge kommt und die 200-Tage-Linie übersteigt? Dann ist schon im Bereich von 48, 47 bis 48 € Schluss. Das wäre aber immerhin jetzt noch ein Anstiegspotenzial von 15% zuzüglich der Dividende, die dann im nächsten Jahr im April oder Mai ausgeschüttet wird. So, bevor wir Schluss machen, möchte ich nochmal mit Ihnen was ganz Einfaches machen, nämlich der Markus Luna hat ja das neue Turning Point Paket erstellt. Und das kann man natürlich auf speziell erstellte Kataloge laufen lassen, die nur Dividendenwerte haben. Ich habe mir einen Katalog gemacht, da sind jetzt bis jetzt 113 Aktien drin. Und die lassen wir jetzt mal mit dem Runau Turning Point Paket durchlaufen. Und da können wir jetzt mal schon sehen, wie viel von diesen Aktien ein Kaufsignal gegeben hat, nämlich die sind dann auch, weil sie halt eine gute Dividende ausschütten, zum jetzigen Zeitpunkt gute Kandidaten, die man sich ins Depot legen kann. So, und da habe ich hier mal die Liste und da haben wir heute 2, 4, 6, 8 Aktien, die sozusagen in den letzten Tagen ein Turning Point Signal gegeben hatten. Das Interessante ist, bei dem neuen Paket ist, der sagt nur, nicht nur, wo ein Einstieg ist, der sagt jetzt neuerdings auch, wo man seinen Stop platzieren soll und wo das Kursziel liegt. Und das ist Ares Capital, sieht man hier schon, die ist schon losgelaufen und das Ziel liegt bei 19,80. Der zweite Wert, den ich hier habe, ist Energy Transfer. Der ist ganz neu reingekommen. Naja, von 13,15 bis 14 ist schon mal 10%, aber der bietet eine Dividende von 9,51% laut Yahoo Finance. So,
Der nächste Wert an Antero Midstream sind alles Firmen, die Pipelines haben und die natürlich dann sozusagen die Mietgebühr für die Förderung von die Beförderung von Rohöl und Gas kassieren und dann an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist Midstream Partners. Die Aktie ist schon richtig durchgestartet, hat fast das Kursziel erreicht. Barings ist ein Business Development Company. Da liegt das Ziel bei 9. Über das Kürzel BBDC können Sie über Yahoo Finance immer abfahren, wie die aktuelle Dividendenrendite ist. Also wenn Sie sozusagen das Turning Point Paket haben, dann könnten Sie sich einen Katalog erstellen, der Ihnen dann so Signale hier ausspuckt. Und dann haben Sie schon mal einen guten Einstiegspunkt, um sich Dividendenwerte, die hier bietet zum Beispiel 11,59%, günstig und zu einem richtigen, vom Timing her guten Zeitpunkt ins Depot zu legen. So, und jetzt noch, gehen wir nochmal zurück. Wenn Sie nicht wissen, was das Turning Point Paket beinhaltet, können Sie sich hier unten das Webinar-Aufzeichnung von letzte Woche anschauen. Und da gibt es noch ein früheres Video hier, Turning Points, das können Sie sich anschauen. Und wenn Sie Taipan haben, gibt es da, ist das als Plugin zu haben. Also schauen Sie sich das mal näher an. So, das war es heute von mir. Mein Name ist Thomas Bob und tschüss, bis zum nächsten Mal.